Willkommen zu einem neuen Vlog. Ist ja schon ewig her einfach, dass ich diese Vlogging-Kamera benutzt habe. Sie war ehrlich gesagt schon ein bisschen eingestaubt, wenn ich ganz frei mit euch bin. Ja, ich zeige euch in diesem Vlog so ein bisschen, wie ich zu meinem Freund rüberfahre in die Nähe von Bonn. Also so, ich weiß nicht, ob das noch Stadtteil Bonn ist oder keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall wohnen die so ein bisschen außerhalb von Bonn. Und er hütet dort das Haus von seinen Eltern, weil die gerade in Russland sind. Und ja, da fahre ich dann einfach mal hin und mache so einen kleinen Kurzurlaub jetzt nach der Klausurenphase. Ich habe jetzt eben gerade noch ein Video gedreht, das ich hoffentlich dann dort schneiden kann. Ich packe jetzt noch zu Ende, beziehungsweise ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal gleich los und kaufe mir was zu essen für die Fahrt und mache mir einen Kaffee und entspanne mich noch ein bisschen, weil ich habe noch 2 Stunden, bis ich zum Bahnhof gehe. Mein Zug fährt um 13:53 Uhr oder so. Und es ist jetzt 11:32 Uhr. Also in 2 Stunden gehe ich los zum Bahnhof. Ich melde mich dann bei euch, wenn sich etwas an der Situation geändert hat. Morgen, lieber Vlog. Ich bin gestern hier angekommen und habe dann irgendwie gar nicht mehr gevloggt. ich bin jetzt angekommen hier in der Nähe von Bonn bei meinem Freund oder bei seinen Eltern in der Wohnung, weil da verbringen wir jetzt unsere Zeit. Und ich bin, wie ihr sehen könnt, noch ungeschminkt. Wir sind gerade erst aufgestanden. Ich hatte gerade einen Kaffee. Jetzt schminke ich mich gleich, zu mir was Richtiges an, weil ich habe momentan nur das Shirt von meinem Freund an. Und dann fahren wir nach Köln, weil heute das WM-Finale ist. Frankreich gegen Kroatien und wir sind schon ganz gespannt, wer da gewinnen wird. Wir treffen uns dort mit einer Freundin, die wir ewig nicht gesehen haben, die nach Köln gezogen ist. Da freue ich mich schon richtig drauf, weil wir sie einfach super, super lange nicht gesehen haben. Und ja, das Wetter ist geil, wie man unschwer erkennen kann wahrscheinlich im Hintergrund, ja. Das Wetter ist ziemlich geil. Es ist super, super warm. Ich glaube, es werden 30 Grad heute, also heftig. Und die Nachbarn gucken mich schon an, als ob ich irgendwie weird bin, deswegen ja. Ich werde mich jetzt erstmal schminken, mir was anziehen und dann hören wir uns später. So, wir sitzen jetzt im Auto. Also wir sitzen schon eine ganze Weile im Auto, um ehrlich zu sein. So eine halbe Stunde, oder? Halbe Stunde, ja. Und wir sind jetzt in Köln. Und wir sind so gut wie da bei der besagten Freundin. Natürlich wird jetzt die Bahn. Wenn ich was aufnehme, dann ist immer öffentlicher Verkehr unterwegs. So, jetzt ist sie weg. Wir sind jetzt gleich da. Bei einer Freundin, die wir aus Göttingen noch kennen, die hierher gezogen ist und die wir hier ewig nicht mehr gesehen haben und schon gar nicht in Köln besucht. Deswegen dachten wir, wir fahren da mal vorbei und hoffentlich finden wir auch einen Parkplatz, denn heute ist auch das WM-Finale. Das wollten wir heute auch eigentlich gucken, das WM-Finale. Vorausgesetzt, wir können uns irgendwo reinsetzen, weil irgendwo noch Platz ist und vorausgesetzt, wir finden irgendwo einen Parkplatz, weil Sonntag, ne? Sonntag in der Stadt. Ist immer schwierig. Wir gucken hier gerade ganz entspannt das Spiel Frankreich gegen Kroatien. Johann, wie steht's? 2:1. Für Frankreich. Wie fühlst du dich damit? Mir ist das Schnuppe. Wir haben hier einen Frankreich-Fan. Ja, Mann, au. Ja, Mann, au. Wenn Kroatien, als Kroatien Tor geschossen hat, jetzt haben sie es wieder fast gerade geschafft, dann macht der ganze Platz Lärm und wenn Frankreich ein Tor schießt, dann sind wir das. Die Reaktion vom Ende her. Und da hinten ist es einfach so mega ruhig. So, Frankreich hat gewonnen. Yay! Wir waren unter den wenigen, die sich gefreut haben für Frankreich. Und jetzt setzen wir uns ein bisschen an den Rhein, weil das Licht noch sehr schön ist. Es ist immer noch super warm.
Aber es ist jetzt nicht mehr so stickig wie heute Mittag. Das ist ganz nice und man hat so einen geilen Ausblick von hier. So, ich weiß nicht, ob man mich überhaupt sieht. Wir sind jetzt gefahren. Also wir haben uns von der Freundin verabschiedet und jetzt gehen wir zu KFC. Es ist 20 vor 11 und wir haben nichts mehr gegessen seit unserem Brunch um 1. Ich habe Hunger. Dafür hatte ich viel Kölsch, aber das macht irgendwie auch nicht so richtig das ganze Wett. Johann hatte natürlich nur einen Kölsch, weil er Auto fährt, ne? Aber ich dagegen, ohne meinen Führerschein, ein kleines ist wichtig. Ich dagegen, ohne einen Führerschein, kann natürlich so viel trinken, wie ich will. Habe ich auch. Schlau, was nicht. So, jetzt gibt es Futter. Tada! Und meine Sätze sind etwas abgehackt. Könnte am Alkohol liegen, weiß man aber nicht.